In Outlook gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit Vertretungs- und Abwesenheitssituationen umzugehen. Aber welche Lösung ist die beste in einer bestimmten Situation? Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute zeige ich euch im Überblick verschiedene Abwesenheits- und Vertretungssituationen und zeige euch dann immer dazu, wo ihr die entsprechenden Befehle findet. Allerdings würde das Video zu lang dauern, wenn ich euch jetzt für jede Situation immer den kompletten Ablauf im Detail zeige. Und deshalb gibt es dazu dann einzelne Videos, die dann diese Abläufe nochmal genauer zeigen. Also wenn dich das interessiert, dann abonniere doch gleich den Kanal und schalt die Glocke ein, damit du keins der Videos verpasst. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir nachher noch einen Daumen hoch. Also zunächst zur Übersicht der verschiedenen Situationen und der Handlungsmöglichkeiten dazu. Ich habe das mal hier in so einer Tabelle aufgebaut. Also die verschiedenen Situationen, die wir uns anschauen wollen, ist einmal Urlaubsvertretung, dann zwei Krankheitsvertretungsvarianten, regelmäßige Vertretung bzw. Auskunftsfähigkeit und am Schluss noch die ständige Vertretung durch eine Assistenz oder eine Stellvertretung. Und wir schauen uns dabei immer an, wie schaut es denn da mit der Abwesenheit aus? Also klar, Urlaub, Krankheit, da ist man abwesend. Aber zum Beispiel bei der ständigen Vertretung durch eine Assistenz, da ist derjenige, der vertreten wird, nicht abwesend. Dann schauen wir uns die Planbarkeit an. Wir schauen uns den Zeitpunkt der Handlung in Outlook an, welche Outlook-Funktionen wir da nutzen und wer eigentlich die handelnden Personen dabei sind. Starten wir mit der Urlaubsvertretung. Also die Idee wäre hier, die Person, die im Urlaub ist, ist tatsächlich abwesend und es ist planbar, weil der Urlaub ja vorher beantragt wird und festgelegt wird und so weiter. Und das heißt, ich handle in Outlook vor dem Urlaub irgendwann und dann nach dem Urlaub stelle ich es wieder ab. Die Funktion ist der sogenannte Abwesenheitsassistent und in diesem Fall handelt nur AP, also nur die abwesende Person handelt und zwar vor der Abwesenheit. Und wo findet ihr diesen Abwesenheitsassistent? Ich wechsle dazu mal in Outlook und der Abwesenheitsassistent ist unter Datei automatisch antworten und hier könnt ihr festlegen, dass automatische Antworten gesendet werden sollen. Ihr könnt einen Zeitraum einstellen und dann einen Text für innerhalb und außerhalb der Organisation und auch noch Regeln festlegen. Also hier findet ihr alles, was ihr für die Abwesenheitssituation im Urlaub braucht. Dann zur Krankheitsvertretung. Also stellt euch vor, ihr seid krank. Planbar ist es wahrscheinlich nicht im Vorhinein. Das heißt, man handelt im Krankheitsfall. Und nachdem derjenige, der handeln müsste, ja jetzt krank ist, können wir das nicht als Kranker selbst machen, sondern normalerweise funktioniert das dann so, dass man die IT informiert. Der Antrag läuft meistens über eine Führungskraft und die IT ist dann die handelnde Person und stellt sozusagen nachträglich in der Abwesenheit der Person, die hier krank ist, den Abwesenheitsassistenten ein. Und wenn derjenige wieder zurück ist, dann schaltet er den Abwesenheitsassistenten eben wieder aus. Hier ist wichtig, die E-Mails, die zum Beispiel eingehen zwischen dem Verlassen des Arbeitsplatzes und der Information, dass derjenige krank ist und dann der Einstellung durch die IT. Diese E-Mails werden natürlich von dem Abwesenheitsassistenten dann nicht mitbehandelt. Und wenn das jetzt zum Beispiel so ist, dass derjenige am Freitag frei hat, der geht am Donnerstag, am Freitag hat er frei und am Montag um 10 oder 11 ist klar, der ist krank und um 1 wird es von der IT eingestellt, dann werden alle E-Mails zwischen Donnerstagabend und Montagmittag, die eingegangen sind, die erfahren nicht, dass derjenige im Moment nicht verfügbar ist. Und wenn das für euch wichtig ist, dann würde ich euch empfehlen, die Krankheitsvertretung Variante 2 zu wählen. Auch hier ist derjenige abwesend und genau genommen ist die konkrete Abwesenheit bei Krankheit nicht planbar. Aber ganz ehrlich, wir wissen alle, dass wir irgendwann mal wieder krank werden und insofern könnten wir für diese Situation auch schon Vorsorge treffen. Und in diesem Fall würden wir vorsorglich dauerhaft in Outlook Zugriffsrechte vergeben und das macht also die Person, die irgendwann mal krank wird. Im Prinzip könnte das jeder machen für sich und die Person, die dann zugreift, also die vertretende Person,
die greift temporär zu, indem sie Zugriffsrechte nutzt. Wenn man das jetzt festlegt, muss man sich überlegen, für welche Informationen in Outlook soll das festgelegt werden. Also hier wäre der Umfang der Rechte im Einzelfall aufgrund von rechtlichen, organisatorischen und persönlichen Rahmenbedingungen festzulegen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den Posteingang. Das heißt, derjenige, der vertreten werden will bei Krankheit, der würde eben für den Posteingang über einen Rechtsklick Eigenschaften, Berechtigungen hier eintragen, wer ihn vertreten soll in dem Krankheitsfall und würde festlegen, was der im Posteingang darf, ob der zum Beispiel E-Mails nur lesen darf oder bearbeiten darf, genaueres dann in einem Extra-Video. Und die Person, die vertritt, die muss dann natürlich im Krankheitsfall in den Posteingang hineinschauen. Und das würde dann so funktionieren: Datei öffnen und exportieren, Ordner eines anderen Benutzers. Und dann gibt man hier den Namen der Person ein, legt fest, welchen Ordner man öffnen möchte und ruft dann den Posteingang dieser Person auf und kann dann dort die E-Mails lesen und kann darauf reagieren. Wie ihr das dann im Detail tut, das wie gesagt dann auch in einem Extra-Video. Also das erste war das Freigeben, Zugriffsrechte vergeben. Das muss derjenige machen, der vertreten werden will im Krankheitsfall. Und die Zugriffsrechte nutzen tut dann die vertretende Person. Und das war der Menüpunkt Datei öffnen und exportieren und Ordner einer anderen Person öffnen. Jetzt kann es sein, dass es sich um eine regelmäßige Vertretung handelt. Das heißt, die kann bei Abwesenheit sein, die kann aber auch bei Anwesenheit sein. Und sie ist natürlich planbar, also nicht genau zeitlich, aber ähnlich wie hier bei der Krankheitsvertretung. Wir wissen, es wird kommen. Und dafür braucht es dann eine einmalige Einrichtung der Zugriffsrechte und immer mal wieder eine Anpassung. Und es wird dauerhaft eingestellt. Das ist im Prinzip genau das, was wir hier gerade auch schon gesehen haben. Und es ist eben auch wieder die Person, die vertreten werden will, also die abwesende Person und die vertretende Person, die jeweils handeln müssen. Jetzt kann es sein, dass diese regelmäßige Vertretung und Auskunftsfähigkeit ständig ist. Also das ist dann ähnlich erstmal hier mit Abwesenheit und Planbarkeit und auch mit der Einrichtung. Aber das Problem ist, diese Person, die jetzt vertritt, die vertritt ständig. Die muss immer wieder in den Posteingang reinschauen oder auch in den Kalender oder wohin auch immer. Und wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen im Posteingang, wir sind da zwar reingekommen in den Posteingang dieser anderen Person, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt in den Kalender gehen und dann gehen wir zu den E-Mails zurück, dann müssten wir ja wieder auf Datei öffnen und exportieren, Ordner eines anderen Benutzers, den Namen eingeben. Und wenn ich das jetzt regelmäßig und für mehrere Personen habe, dann bin ich da ja ständig am Klicken. Das heißt, in diesem Fall würden wir jetzt nicht nur Zugriffsrechte vergeben, sondern wir wollen als vertretende Person das Postfach des anderen einbinden und dafür muss erstmal das Postfach freigegeben werden. Das heißt, so wie wir für den Posteingang hier Eigenschaften und Berechtigungen vergeben haben, müssten wir dann auch für das Postfach diese Berechtigungen vergeben. Der Weg ist hier genau derselbe. Es sind auch dieselbe Art von Berechtigungen, aber sie gilt dann für das Postfach und je nachdem auch für Unterordner. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Variante Datei öffnen, exportieren, Ordner eines anderen Benutzers, das ist wie wenn ich in das Postfach sozusagen, wenn man sich das als Haus vorstellt, über eine Leiter direkt in den Posteingang einsteige. Wenn ich jetzt aber ein Postfach einbinden will, dann muss ich sozusagen zur Haupteingangstür rein. Und die Haupteingangstür ist dieses Postfach. Und wenn ich da nicht durchkomme, weil ich dort keine Berechtigungen habe, dann funktioniert das auch nicht. Das heißt also, die abwesende Person oder die vertreten werden will, die muss hier Berechtigungen für das Postfach vergeben. Und dann kann die vertretende Person dieses Postfach bei sich einbinden. Und dieses Einbinden des Postfachs funktioniert, und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen weiterer Weg, über Datei, dann Kontoeinstellungen,
Kontoeinstellungen. Dann markiert man das eigene Exchange-Postfach und geht auf Ändern. Dann wieder auf Weitere Einstellungen. Dann auf Erweitert. Und hier seht ihr, kann man zusätzliche Postfächer öffnen. Und da füge ich jetzt das Postfach hinzu von der Person, die ich dauerhaft und ständig und regelmäßig vertrete. Und dann wird dieses Postfach hier mit eingebunden. Und jetzt kann ich hier dieses Postfach aufmachen und ihr seht, es geht noch nicht und das liegt daran, leider wird das nicht gesagt, man muss Outlook neu starten, damit diese Berechtigung in Kraft tritt. Das heißt, ich schließe Outlook, ich starte Outlook neu und jetzt kann ich über das Postfach hier auch auf den Posteingang zugreifen und kann dort sehen, was dort drin ist. Und jetzt kann ich jedes Mal wechseln und komme direkt wieder hierhin zurück. Und hier gibt es jetzt einen wichtigen Punkt, den ich dann auch in dem Detailvideo genauer erkläre. Denn hier ist es auch möglich, auch auf Unterordner zuzugreifen. Und das Wichtige an der Stelle ist, dass beim Anlegen von Ordnern die Berechtigungen vererbt werden. Und das ist ganz wichtig, gerade wenn man das Postfach freigegeben hat und man legt neue Ordner an, dann können die anderen nämlich, weil die Berechtigung vererbt wird, oft auch auf diese Ordner zugreifen. Und da möchte ich euch zeigen in einem Detailvideo dann, woran ihr das auch sehen könnt und schnell das auch entsprechend umstellen könnt. Das war jetzt also die Möglichkeit, dass man das Postfach freigibt und dann einbindet. Und diese Lösung ist gut, wenn man eben sehr häufig auf die entsprechenden Ordner, Posteingang, Kalender und so weiter der anderen Person zugreift. Wobei man dazu sagen muss, in neueren Outlook-Versionen geht es mit Kalender und Aufgaben auch ohne dieses Postfach einbinden, aber beim Posteingang eben nicht und für Unterordner nicht. Also die Lösung mit den Zugriffsrechten und dem normalen Zugriffen auf die Zugriffsrechte, also nicht Postfach einbinden, funktioniert nicht für Unterordner. Kommen wir noch zur letzten Variante, zur ständigen Vertretung durch eine Assistenz oder Stellvertretung. Also hier geht es darum, dass zum Beispiel diese Assistenz den Kalender pflegt oder auch mal E-Mails im Namen der abwesenden Personen verfasst. Also das heißt, wir haben hier auch mal eine Abwesenheit, aber meistens wird in Anwesenheit gehandelt. Es ist planbar, es braucht auch hier eine einmalige Einrichtung und dann eine Anpassung bei Bedarf. Und auch das mit dem Postfach einbinden kennen wir inzwischen schon und Postfach freigeben. Aber hier brauchen wir jetzt Stellvertretungsrechte. Die sind zuständig dafür, dass man im Namen senden kann und dass auch Einladungen für die Person, die ich vertrete, bei mir als Stellvertretung landen. Und diese Funktion findet ihr in Outlook unter Datei, Kontoeinstellung, Zugriffsrechte für Stellvertretungen. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr das benutzt, dass ihr euch das hier mal in Ruhe durchlest und dass ihr wirklich Schritt für Schritt vorgeht. Wenn ich hier jemanden hinzufüge, dann kann der immer in meinem Namen E-Mails schreiben und er hat tatsächlich noch weitere Berechtigungen, wie dass ihm Besprechungseinladungen und Ähnliches zugeschickt wird. Man fügt hier hinzu, gibt auch hier den Namen an, bestätigt mit OK und dann seht ihr, jetzt sind hier Rechte dabei, wie erhält Kopien. Man könnte der Stellvertretung auch private Elemente sichtbar machen und wir können hier aber nur für die Hauptordner Kalender, Aufgaben, Posteingang, Kontakte und Notizenberechtigungen vergeben. Wenn ihr auch Unterordner berechtigen wollt, dann braucht ihr dafür wieder die normalen Zugriffsrechte, also Rechtsklick auf den Ordner, Eigenschaften und Berechtigungen. Ich bestätige jetzt mal hier mit OK. Und dann seht ihr, ist der Name eingetragen. Und jetzt werden Besprechungsanfragen nur noch an diese Person verschickt. Und das kann ich auch entsprechend umstellen. So, dann bestätige ich hier mal mit OK. Das läuft im Hintergrund. Kommen wir zur Folie zurück. Das waren jetzt also die verschiedenen Varianten und die Möglichkeiten, die wir in Outlook haben. Ich werde
zu der Urlaubsvertretung, also zum Abwesenheitsassistenten, noch ein Video machen. Das heißt dann Abwesenheitsassistent. Ich werde noch eins machen, das so diese beiden Varianten abdeckt, also Krankheitsfall vorsorglich einrichten bzw. regelmäßige Vertretung und Auskunftsfähigkeit, das heißt Vertretung. Und dann werde ich noch ein Video zur Verfügung stellen zu dem Thema ständige Vertretung durch eine Assistenz oder Stellvertretung, also Stellvertretung im Sekretariat, das ist primär der Anwendungsfall. Und ich werde die auch hier verlinken, sobald sie fertig sind. Also dann findet ihr die in der Infokarte. Ja, soweit so gut. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ich freue mich über einen Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren. Fragen schreibt ihr bitte in die Kommentare. Und dann bis bald. Ciao, euer Arno.